So. Ja, was gibt's in dem Video? Erstmal, hallo. Nochmal. Hallo, Freunde der Modellbahn. Das war jetzt eben mit dem ersten Hallo erstmal so gespielt, ich gebe es zu. Aber es war in Wirklichkeit schon das dritte Mal, weil ich mich schon das dritte Mal total verhaspelt habe oder so korrekt geredet habe, dass ich es auch nicht abliefern kann. Also, um was geht's in diesem Video? Ja, ich habe meinen Wasserturm gealtert. Ich weiß nicht, ob ich ihn kaputt gealtert habe. Mir ist er jetzt ein Tickel zu dunkel geworden. Aber das könnt ihr euch dann selber angucken. Alles besser als Plastik. So, was habe ich noch gemacht? Das Haus für das Werksgelände da oben von meinem BW-Werk habe ich auch gealtert. Ich habe jetzt die Schienen bekommen, kann ich schon demnächst mal anlöten. Im Moment habe ich keinen Bock und auch wenig Zeit. Ich habe korrespondiert mit dem letzten Video. Und ja, da will ich mich mal beschweren. Sie gehen mir nicht aus. Und der Typ, der hat mich echt auf die Palme gebracht. Wer sich wahlartig über seine Anlage lehnt, kann nicht genau arbeiten. Merkt euch das. Oder das Brett ist nicht ausreichend gestützt vom BW-Werk. Da ist es voraus zu sehen, dass die Drehscheibe wieder defekt geht. Auch so eine Aussage von dem Typ. Die Schienen sind nicht geputzt. Ich schneide halt nicht alles raus. Auch eine Aussage von dem Typ. Zeitlang immer dagegen gehalten. War freundlich. Zum Schluss ist mir dann der Gaul durchgegangen. Wisst ihr warum? Es waren zumindest 16 Mails. Ich bin dann auf seine Seite gegangen. Er hat mich auch einen Kanal. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen. Ja, weil das ist für den Typ echt peinlich. Kennt ihr diese Rollrasen, wo man dann auslegt, ja, von noch oder so, gibt es die noch. Und da kann man dann Schienen drauflegen, dann hat man es wenigstens grün, wenn man kein Holz haben will. Ja, das hat er auf seinem Holztisch ausgelegt. Der Hintergrund waren diese Platten von noch. Und dann hat er eine Wendeschleife gemacht und hat ein paar Wiki oder wie die heißen, Spielzeugautos da draufgestellt. Vier Billigbäume in die Mitte gepumpt. Und dann lässt er die Züge im Kreis fahren. Ja. Und der zerreißt sich über mir das Maul. Leute. Ich kann nicht sagen, wie ich diese Typen verachte. Da sitzen sie in ihrem kleinen Kämmerlein, von Neid zerfressen und müssen alles andere schlecht machen. Ich habe Glück im Leben gehabt, ja, das habe ich auch gesagt. Aber glaub mir, ich teile schon mein Glück ein wenig schon noch. Ich stecke nicht jeden Heller in meine Anlage. Aber diese Typen, mein Brett ist nicht richtig drauf. Oder weil er auch geschrieben hat. So wie ich an die Sache rangehe, nimmt er mal an, dass ich eher den Abgang kaputt gemacht habe von der Drehscheibe. Ja, da kriegst du so deinen Zorn, wenn du sowas hörst. Ich habe das Ding noch nicht einmal angefasst, weil ich habe es aus der Packung rausgenommen. Es waren 5 Abgänge nebeneinander. Nein, 3, 1 leer und 2. So, ich habe einen sechsständigen Lokschuppen. Was mache ich da? Ich nehme den einen in der Mitte raus und stecke einen rein. Ne? Alles andere wäre ehrlich gesagt ein bisschen schwachsinnig. Ja, das war der aber nicht, der kaputt war. Das war der zweite von rechts. Der war kaputt, als ich schon rausgenommen habe. Ja. Und wir haben auch nicht wie die Berserker irgendwo, nee, wir haben nur unten auf das Plastik gedrückt, um das rauszuholen. Das musst du auch, sonst kriegst du es nicht raus. Aber ich, mit meiner Herangehensweise, musste ich das kaputt machen. Dann das Brett, auf wo mein Betriebswerk sitzt,
Es ist vorausprogrammiert, dass die Drehscheibe auch auf diesem Brett scheitern wird, da sie nicht genug abgestützt ist. Sollte irgendein anderes Material nehmen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Pfosten sind runter und an der Wand ist ein Holzding, da liegt es auf und hinten ist ein Holzding, da liegt die Platte auf. Ich kann mich den ganzen Körper da drauf lehnen, da passiert nichts. Habe ich auch schon oft gemacht. Aber er weiß es, dass es kaputt geht. Er hat mit diesen Leuten, mit denen rede ich noch freundlich. Ja, auch wenn sie mir schreiben, dass ich mich wahlartig über die Anlage lehne und dann kann ich eh nicht mehr genau arbeiten. Wenn ich einfach nur einen Scheißkreis auf der Holzplatte habe, ruhig. Ja, wenn der so eine Anlage bauen würde wie ich, dann wüsste er, wie sehr man sich verrenken muss, um an manche Stellen ranzukommen. Für den. Ich mag diese Typen überhaupt nicht. Und der war echt der oberletzte Kasper. Einer hat noch geschrieben, hey, bleib doch ruhig. Nein, bleib ich nicht bei so einem. Das sind Leute, die alles schlecht reden und meinen, die Firma wäre gut. Und das Geilste ist, er hat ja auch Schloss Brand gekauft. Und er hat die Gebrauchsanweisung studiert und hat damit keine Probleme. Was ein verlogener Hund! Ich habe mit dem Flo geredet und ey, der hat das Ding als sowas von profimäßig hingelegt. Mit dem Jürgen, der hat es auch gebaut. Und noch mit zwei im Netz habe ich, weiß ich schon mal die Namen, die anderen zwei kenne ich halt persönlich. Nicht einer von denen hat geschrieben, ich hatte keine Probleme, war total easy. Nee, da war keiner von denen dabei. Die waren alle nicht, sagen wir mal, begeistert. Von dem Modell ja. Aber das Zusammenbauen, die Sucherei. Und dann sagt die Firma, um da schön rauszukommen aus der Nummer, es sind nur was für Profis. Und wer sich dann beschwert, du bist halt kein Profi. Ein Profi kann das. Nein, es ist schlampig gearbeitet. Es haben Teile nicht gepasst. Du musst es suchen wie ein Berserker. Deswegen habe ich Lego gezeigt, Leute. Da hast du Gebrauchsanweisung, da passt alles. Klar, es sind Klemmbausteine. Aber bau mal eine rasende Falke mit 4000 Teile. Von vorne bis hinten. Tippitoppi, passt alles. Der Fleischmann, Lokschuppen. Haje, Welle drin. Drehscheibe, Ding kaputt gewesen. Abgang. Es ist ja nicht so. Die Einschläge sind ja hier ständig. Ja? Thomas stellt seine Lok drauf. Feierabend. Natürlich ist meine Anlage dann immer schuld bei so Typen. Aber selbst haben sie nur einen Kreis. Oi. Also der hat mich echt auf die. Der hat mich auf die Palme gekommen. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Sperr. Ich habe gesagt, nee, komm. Es ist. Ich habe ihn halt zum Schluss schon mal ein bisschen derbe angefasst. Das gebe ich zu. Weil irgendwann reicht es dir auch mal. Na? Vor allem, wenn sie dir dann noch immer zum Schluss. Ey, wenn ein Argument von immer von diesen Typen zum Schluss kommt. Oh, hier fliegen schon die Brocken rum. Ich will damit Geld verdienen. Oh, ey, du Kasper. Du unterste Schublade. Wenn ich einen Kreis mache, eine Lok im Kreis fahren lasse und es noch nicht mal kommentiere. Oh, ich krieg dann für das Video 100 Euro. Scheiße, wäre ich reich. Aber mach ja mal so. Nur einmal so ein Video, wie ich es abliefer. Du, scheiße, es waren doch der Akku alle. Und erste Schublade ist der Typ, ehrlich. Da fehlen dir die Worte. Da kommen sie mit sowas. Da siehst du, die haben von gar nichts eine Ahnung. Weder von einem YouTube-Video, noch von Schloss Brahn, noch von Modelleisenbahn. Aber so ein fettes Schild mit Märklin hat auf seiner Anlage stehen gehabt. Hört aber kein Märklin-Fanboy. Nö, er nicht. Oh, so, jetzt bin ich fertig mit dem Typ. Das sind so, die uns alles kaputt machen, ehrlich. Das sind die kriegen den letzten Schrott von der Firma Märklin. Dann stehen sie noch da. Ah, danke, Sapper, schon bei der Kindheit geliebt. Die raffen es einfach nicht. Die raffen es nicht, dass das nur eine Firma ist. Das ist keine Kathedrale, das ist keine Kirche, das ist eine Firma, die wird Geld verdienen. Und wenn du nicht Obacht kriegst, wirst du von der über den Tisch gezogen. Also muss man das Maul aufreißen. Und zack, sind wieder Haftreifen drauf. Ob es jetzt an mir gelegen hat, bestimmt nicht. Aber es haben sich bestimmt viele gefreut, dass auf
fast allen Loks jetzt wieder 4 Haftreifen sind. Oh Gott, der arme John hat schon gewohnheitsmäßig gesagt, es sind nur 2 Haftreifen drauf. Nein, aber auch er hat sich gefreut. 4 Haftreifen. Ja, ist toll. Die Loks werden wieder mit 4 Haftreifen. 218er, 4 Haftreifen. Das Krokodil, 4 Haftreifen. Die John vorgestellt hat, die 83er war das. 4 Haftreifen. Und vorher hast du erzählt bekommen, ja, mit der Stromabnahme, auch mein liebes Hähnchen, genau in dasselbe Horn reingeblasen. Absoluter Humbug. Wenn ich eine kleine scheiß Diesellok habe mit 4 Rädern, dann sind 2 Haftreifen drauf. Und die hatten irgendwo Kontaktprobleme. Wollt ihr mir was erzählen hier? Leute, ihr habt 2 Ohren, dann müsst ihr euch leider alles anhören. Aber ihr habt da in der Mitte noch was. Da kann man mal drüber nachdenken. Vor allem, wenn es früher geklappt hat und heute nicht mehr. So, jetzt. Usa. Ja, Thomas kommt heute. Doch am Sonntag. Thomas hat Urlaub, freut sich. Geht der Eisenbahnspiel. Ich freue mich auch. Wir werden wieder viel Spaß haben. Wir werden wieder viel Scheiße arbeiten. Wir werden uns wieder die Ranse vollhauen. Ja. Einen schönen Nachmittag. Wenn ihr darauf neidisch seid, das kann ich verstehen. Es ist was Geiles, wenn du so einen Eisenbahnkumpel hast, der mal vorbeikommt, mit dem du schön schwätzen kannst. Ich freue mich auf den Flo, kommt im März wahrscheinlich auch. Freue ich mich auch riesig drauf, wenn der kommt. Hab schon mit dem oft telefoniert und ey, geil, Mods-Typ, ey. Also ein richtig geiler Typ. Ey, das sind so Leute. Auch der Jürgen unten am Bodensee, der Markus. Ey, es sind so viele, ey. Schade, dass man nicht so mehr zusammen und auch Michael vom Bodensee. Den müsst ihr mal gucken. Michael, oh Gott, der Nachname. Siegert, ich schreib's unten rein. Die Kommentare von dem müsst ihr lesen, die sind ein Traum. In all meinen letzten Videos. Er macht der echt geil. Und der darf mich ein Ökomuppelchen nennen. Oder. Ist okay, weil ich weiß, wie er es meint. Ich freue mich auch, wenn ich den sehe. Also, mal sehen, was in dem Video noch alles passiert. Habe ich schon erwähnt, dass ich, habe ich gemacht, mein Wasserturm habe ich gealtert und das Ding auch, das steht jetzt auch schon wieder hier drüben, zeige ich euch auch ein bisschen was dazu. Ja, ich drehe mal kurz rüber, dann könnt ihr sehen, wie ich es jetzt gemacht habe. Da, setzt er. Ja, die Schienen sind jetzt auch da, jetzt passt es wenigstens. Ja, war auch eine Doktorei, was für Schienen da jetzt reinpassen, musste ich selber rausfinden. Firma Fleischmann hat auf der Homepage nirgendwo einen Hinweis, welche Märklin-Schienen man dafür verwendet. Sie geben nach wie vor ihre Schienen an, aber gut, wir haben viele geschrieben, ja, die Firma gibt es ja eigentlich nicht mehr und die müssen nur noch Auslaufmodelle. Nein, nein, die produzieren das mit Sicherheit noch, weil ihre Scheibe produzieren die auch noch und solange Märklin ja den Schrott abliefert, wenn sie ihre Scheibe auch noch ganz gut verkaufen, nehme ich mal an. Sonst würden sie nicht reinkriegen. Meine Scheibe sieht jetzt auch nicht aus, als wenn sie 100 Jahre alt wäre. Nee, ich glaube nicht, dass das Lagerbestände sind. So weit kalkulieren die auch nicht, weil die verkaufen ja schon eine geraume Zeit noch diese Drehscheibe. Sie ist auch schon. Gibt's ja nichts, ne? Yep. So. Trotzdem wird dieses Video wirklich mehr den Fokus auf Fahrvideo machen und Vorstellung. Wir bringen nochmal die 101 war das, glaube ich, die Museumslok aus Nürnberg. Da haben mehrere Leute gefragt, was zieht die vom Teller. Es waren viele ganz traurig, dass der Panzerzug nicht hochgezogen wurde mit dem Krokodil. Thomas hat gesagt, scheiß drauf, wir jagen das Ding mit dem Panzer hoch. Aber er besteht drauf. Also, wenn ihr Glück habt, raucht hier das Krokodil ab. Wir hätten dann weniger Glück, weil mir täte für Thomas auch leid. Echt? Merklin wieder was zu tun. Das geht's ja repariert, also was soll's. Nein, es ist trotzdem ärgerlich. Weil es ist wirklich eine geile Lok. Das war Merklin Reklame vom Allerfeinsten, was ich da das letzte Mal abgeliefert habe. Das wollte ich auch mal gesagt haben. Ich habe mir andere Vorstellungen vom Krokodil angeguckt, waren alle gut. Ja, aber bei mir mit Hängern zu hoch, runter, wunderbar. Also diese Lok ist wirklich wunderschön. Hat,
gut. Oh, ich muss den Hahn anrufen, dass der meine beiseite legt, dass er sie jetzt verkauft, weil so viele die haben wollen. Gut, mal sehen, wie es dann weitergeht hier. Macht's gut. Jetzt nehme ich gerade auf. So, während mein Sohn die Zähne putzt, kurzes Update. Das sieht scheiße aus. Das muss ich nochmal neu machen. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Das sieht echt bescheuert aus. Jetzt kommt mein Sohn. Jetzt geht er wieder. Und ich mache den Turm nochmal. Das kann ich so nicht lassen. Tja, Leute. So ist es. Bin am Altern von meinem Wasserturm und von dem Gebäude noch, für dem Bahngebäude. Habe ich auch noch ein Foto von. Also hier habe ich jetzt erstmal die unteren zwei Dinger braun gestrichen. Auch hier den Gehweg drumherum. Das war schon. Ich habe es mit Wasser erstmal sauber gemacht, weil. Hallo? Das war verstaubt, das geht nicht mehr. Gut. Jetzt will ich noch das Dach schwarz malen. Das braucht nochmal eine Grundierung. Da würde ich mal sehen, dass ich das Grün vielleicht noch irgendwie das Plastik wegkriege. Mal sehen, wie es danach ausschaut. Dann kriegt es seine Steine noch ihre Farbe. Naja. Wir werden dann sehen, wie es fertig ist. Wenn wir hier nicht so viel reden, Bilder sagen mehr als Worte. So, 10-mal besser. So sieht er gut aus. Ne? Passt. Also mit dem Weiß, das hat nichts gebracht. Schwarz ist hier die Lösung. Ich habe es erst mit dem Pinsel aufgetragen. Und wollte es dann mit ein paar Papier abziehen, aber ehrlich gesagt, das konnte er vergessen. Also ein bisschen was auf den Schwamm und dann bin ich vom Schwamm drüber gegangen. Das hat am besten funktioniert. Jo. Die Dinger hier lasse ich auch rot. Das finde ich sieht besser aus als braun. Nur unten den Rand, aber den mache ich vielleicht noch grau. Mal gucken. Ja, ich glaube, grau mache ich den. Das sieht besser aus. Dann ist der Turm soweit fertig. Ja. Alles klar. So viel hierzu. Leute, was sagt ihr da dazu? Voller Einsatz für den Kanal. Ja. Und wer ist noch hier und nervt wieder? Auf der Er ist auch gern daheim, glaube ich. Aber verdächtig oft momentan hier. Das ist na Thomas. Und warum ist mein das schäppt das Ding? Hier, so jetzt. So, Thomas ist da. Hallo, grüß euch, Brüder und Schwestern. BrüderInnen darf ich nicht mehr sagen. Da habe ich Ärger gekriegt mit meiner Frau. Du lässt sie das immer noch gucken, ey. Muss ich mal vor. Was hast du denn zu dem Witz eigentlich gesagt, den ich gemacht habe? Doch, nee, da war sie cool, aber. Ja, war cool, gut. Wegen BrüderInnen habe ich zwei Nächte in der Gartenhütte geschlafen. Okay. Naja, Thomas, das hat er uns mitgebracht. Der Tatzelwurm. Und warum? Ja, ja, hab's ja schon erzählt. Wir riskieren alles. Hab ich gerade wir gesagt? Cool, oder? Das ist kein Risiko. Ja. Das ist kalkulierte Kraft. Hier. Grobmotorige. Ja. Jetzt ist ganz peinlich, mein Thomas. Nichts peinlich. Ja. Ich mach schon mal das Bier auf. So schön, wenn mal meine Lok nicht drauf geht.
peinlich ist, wenn sie jetzt wiederstellen bleibt, wo ich die Schiene geputzt habe. Das wollte ich auch mal gesagt haben, das letzte Mal, ich lösche ja sowas nicht. Aber das letzte Mal war ich wie sie im Stress und hier drüben ist keine Lok gefahren seit einer Woche. Dann bleibt sowas auch mal da kurz stehen. Ich habe vorher eine Lok fahren lassen, die hatte keine Probleme. Naja, das Krokodil ist halt ein bisschen empfindlich. Aber immer noch eine saugeile Lok. Naja, nach deinem Bauen da ist das ja kein Wunder. Ja, sag ich doch. Im Staubsauger müsste ich mal wieder rübergehen. Ja, das ist alles komplett locker. Die war überall voll gefuselt. Voll gefuselt? Wenn ich sowas höre, ey. Ja, die war voll gefuselt. Daheim hat er gestanden, hat die Lok in die Vitrine gestellt und hat gesagt, und du durftest heute beim großen Schulz auf die Anlage. Nein, sie war vorher erst im UV-Bad. Ja. So, wir machen jetzt die Panzer dran und dann wird spannend. Aber vorher gehe ich an der Stelle da noch tatsächlich mal mit dem Staubsauger drüber. Das hat's mal nötig. Also, bis gleich. Ja, hier, halt, stopp, stopp. Ist immer noch das Kanal, Chris. Ja, ne, schluck. Was eine schöne Lok. Ich weiß, es wiederholt sich jetzt ein bisschen, aber genießt es. So, Thomas kann es bezeugen. Wir sind jetzt beim vierten Mal. Erst haben wir Regieprobleme und dann haben immer von meinem Sohn die Kumpels angerufen. Also. Die neutrale Schweiz versucht, die deutschen Panzer den Berg hochzuziehen. Wird die Schweiz scheitern oder wird sie es schaffen? So. Hat ihre Last. Die hat ihre Last. Wieder sehr schnell unterwegs, ja? Ja, Thomas, ich nehme wieder auf. Da fahren sie, die Schweizer. Also, die Schweizer verteidigen ihre Berge nach wie vor ohne Panzer. Aber wir haben ja zum Glück die Lollo, wir haben die Klaas, wir haben die Ludmilla und vergessen die, die 145 ist das genau. 245, genau. So. Eine schöne Lok. Leute, wir haben es riskiert, aber die Reifen drehen durch im Tunnel. Sie schafft es zwar, aber
da quäle mir keine Lok. Muss jetzt aber auch zusagen, er hat ja jetzt auch zwei Panzer, sind ja mehr drauf. Na, aber Doppeltraktion ist da schon nötig. So, dann kommen wir mal zur nächsten Vorstellung. Das war jetzt die 101er, oder? Auf Wunsch nochmal mit Hänger. Nochmal? Auf Wunsch mit Hänger nochmal, ja. Gut, dann gleisen wir das gute Stück mal auf. So, Thomas und ich haben uns gerade mal so darüber unterhalten. Ne? Es ist, also die 245er Diesellok von mir aus der Startpackung schafft es. Und das Krokodil ist immer noch eine tolle Lok. Und die schafft auch einen Haufen Hänger da hinten im Berg hoch. Diese Panzer, man darf sie echt nicht unterschätzen, die sind sauschwer. Also da kannst du locker, ich denke mal locker 20 Anhänger hinten bei mir auf 5% hochziehen. Das ist drin. Ja. Aber nicht die Panzer. Ja, haben wir uns auch schon mal überlegt. Also man überlegt, das gut, die Detaillierung ist natürlich eine andere, aber nur so vom Technischen her gesehen. Das ist schon krass, ne? Ich meine. Thomas auch gesagt, oder? Jetzt äußere dich auch mal zu, sonst bin ich immer der das sagt. Ja, das habe ich ja genau eben gerade gesagt, was du mir jetzt nachgebabbelt hast. Ja. Thomas, du bist im Bild. Jetzt sagt er nichts mehr. Ja, Thomas packt jetzt ein bisschen. Aber es ist immer noch eine tolle Lok, Leute. Da wollen wir, ich will sie immer noch. Ich werde sie auch kaufen. Es ist ja auch keine Lok, muss diese Last irgendwo halt auch hochziehen. Vor allen Dingen halt auch die Steigung. Das muss sie nicht können. Nee. Aber zwei. Ja, zwei sollte das schaffen. Das ist ganz klar. So, was haben wir jetzt? Genau hier. Sind wir die andere raus? Nee, also. Sind wir noch drauf? Ja, wir sind noch live. Wir sind noch live. Live sind wir nicht wirklich, aber. Also, auf besonderen Wunsch soll die 101, die soll noch mal ein bisschen mit Hänger unterwegs sein. Beziehungsweise mit Waggons. Sonst heißt es wieder, das sind halt Wagen und paar Hänger. Jojo. Wollen wir zuerst die Doppelstock? Sieht besser aus, glaube ich. Ich muss dir auch sagen, dass ich glaube, dass wenn sie die Doppelstock schafft, brauchst du da jetzt nicht die Güterwagen anhängen. Ja, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um das äußerlich schönen Güterwagen halt auch mal fahren zu lassen und mal zu zeigen. Ja. Es geht doch nicht hier nur um profane Kraft, es geht doch um Kunst. Es kann doch erst neulich einer wieder rauskommen, dass es hier eigentlich nur um Profit geht. Ach so, hier, du schuldest mir noch von den letzten drei Aufnahmen die Kohle, gell? Da bleibt ja gar nichts mehr für mich hängen. Ah ja, das ist doch deine Sache. Gehst du mal auf Notstopp? Hier, ich hoffe nur, dass das deine Frau gehört hat. Dann kommst du nämlich nach Hause und nimmst auch ihren Anteil. Und dann bist du dran. Stopp! Oh oh, hab ich komplett ausgeschaltet.
So, Freunde, wieder Akku leer. Sieht man mal, wie fleißig wir sind. Ne? So ein Akku hält dreiviertel Stunde. Zweimal der Akku leer. In einem Video. Na, das will was heißen. Naja, Thomas dann gegangen, weil bis das Ding wieder voll ist und. Na, da ist es wieder. Meine zwei Probleme. Mein Bierchen und. Da ist wieder da, du! Ja, sag mal hallo. Ja, grüßt euch, habe ich doch schon gesagt, aber du babbelst doch schon permanent. Die erwarten das die Leute. Dass ich permanent babbel. So, was machen wir heute? Wir haben, wie gesagt, nur ein Fahrvideo, sonst nichts. Wir haben unsere alten Loks. Es gibt ein Dampflok-Spezial jetzt hier. Wir wollen mal ein schönes Fahrvideo machen. Ja. Wir sind einfach nur faul. Also lasst euch gefallen und ja. Ja, da habe ich natürlich Beschäftigung. Ich habe aber schon was vorgedreht. Also ich bringe nächsten Mittwoch tatsächlich noch was raus. Meine Dulli ist kommen. Das muss ich hier mal ein bisschen vorankündigen. Ja. Weil mit den Steigungen wollte ich was machen und das kommt jetzt nächstes Video, weil dies wäre jetzt zu lang geworden. Und dann kommt das nächste Mal auch ein Fahrvideo und meine Dullis und ist gut, gibt es halt mal nicht so lang, ne? Thomas bewundert meinen Zug da hinten. Ja, jetzt ist er weg, der Zug. So Leute, ich mache jetzt hier mal Schluss und wir fangen mit dem Fahrvideo an. Hast du noch was mitzuteilen? Nö, lädt euch zurück, genießt es. Ja. Ach so, wenn die Leute immer sagen, ist so teuer Eisenbahn und also die haben gerade festgestellt, wir hatten jetzt das 10% Ding bei SMDV und gerade am Wochenende jetzt wieder kostet das Krokodil noch 440. Oh, jetzt wird mein Hahn aber sauer. Nee, aber das muss man einfach erwähnen, das ist wirklich okay der Preis für die Lok, oder? Ja, ich habe mehr bezahlt und ich habe sie schon günstig gekriegt. Ja. Also, hier machen wir mal Flussi. Thank you.
so tell you, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah.
Leute, wir sind fertig. Wir haben jetzt hier 4 Stunden Fahrvideo gemacht. Kein Bock mehr. Thomas hat noch Energie, glaube ich. Aber ich will nicht mehr. So, also ich habe die 38er, die geht bei mir bei eBay. Die hat jämmerlich verkackt diesmal. Letztes Jahr hat sie noch die 5 Finger hoch geschafft. Wird es jetzt auch kriegen. Ich muss jetzt die Reifen sauber machen von den Wagen, wieder ölen, die Schienen richtig schrubben und ja. Ich drehe das Ding um, 2 Haftreife nebeneinander, danke fürs Gespräch, ab zu eBay. Kann Flachland-Tiroler ersteigern, ich will sie nicht. Na, schade, weil es wirklich eine schöne Lok ist. Es ist eine wirklich sehr schöne Lok, aber meine Steckdose, so habe ich sie aber früher genannt, geht jetzt zu eBay. So, und jo, Thomas wollte euch noch was sagen? Thomas? Ja. Also die schöne grüne, die ihr gesehen habt, das ist eine belgische 26, eine 52er. So Pommes bei mir rumgefahren. Ist schon ein bisschen älter. Und ansonsten macht's gut, bleibt gesund, lasst das Ampere mit euch sein, immer eine Handvoll Elektronen unter dem Schleifer. Und für die Calvinisten unter uns immer isolierte Radsätze, sonst macht's bumm. Ja. Macht's gut. Ja. Tschüss.